aus der Heinz von Heiden Arena zu Hannover pünktlich zum Wiederanpfiff der Partie einem Profivertrag ausgestattet wurde und auch von nun an mit den Profis trainieren wird. Und Ekin Çelebi sind auch heute nicht mit dabei. Maxi dann dieses Jahr gar nicht mehr. Der bekommt noch alle vier Weisheitszähne gezogen in der kommenden Woche. Oh ja. Nicolo Trisoldi auch maximal in Testspielen zusammengespielt haben, wenn überhaupt schon mal. Wahrscheinlich so noch gar nicht. Gute Verlagerung jetzt aber von Börner auf Seymour Royer. Der könnte antreten. Ja. Und gibt dann die Hereingabe aus der zweiten Reihe. Enzo Leopold. Gut aufgepasst von Ibrahimović. Ja, gegen Havard Nielsen da. Nielsen, einer unserer beiden Top-Torjäger mit 7 Treffern im Verlauf der Hinrunde. Hertaner lauern da auf Ballgewinne im Mittelfeld und dann geht es aber ganz schnell nach vorne. Jetzt geht es aber mal schnell über Seymour Royer reingegeben, aber da klärt, wer klärte? Marc Oliver Kempf, solide und ein starker Rückhalt da hinten. Aber dazu dann nächste Woche noch mehr. Jetzt erstmal das Laufduell. Ibrahimović gegen Moroja im Gästeblock. Und 96 ist jetzt gerade dabei, so ein bisschen das Gegentor abzuschütteln. Seymour Royer. Bitte zum Tänzchen, aber da ist, wer ist da aufmerksam? Jonjo Kenya direkt aufgepasst. Ob. Nimm Nielsen mit. Ja, aber da steht das Zentrum. Das muss man sagen. Also das Hertha-Abwehrzentrum steht dann stabil. Das stimmt. Also da ist sofort. Da wurde die Fan-Weihnachtsfeier, die traditionelle, mit der Kids-Weihnachtsfeier zusammengelegt. Alles hier bei uns in der Heinz von Heiden Arena. Und die Mannschaft ist natürlich auch da ab circa 15 Uhr. Markus Mann macht die Begrüßung um 14.30 Uhr von Selke. Und jetzt nochmal Seymour Royer in der letzten Minute. Und da wird es nochmal ein bisschen hektisch hier im Duell mit Kenny. Einmal noch der lange Ball nach vorne auf Nielsen. Da geht Kempf dazwischen und dann ist es hier vorbei. Ich danke ganz herzlich fürs Zuschauen nach Berlin.